Weiß gar nicht, ich habe den, glaube ich, schon mal benutzt, oder? Ja, die noch nicht abgewetzte Ho habe ich hier. Die kommt auch hier in die Truhe rein. Ja, die hat ge hat Süd. gereicht, die Ho. Ja? Ja. So müsste das doch eigentlich passen, oder? Die fangen sogar schon an, hier zu sprießen. Guck mal, ich habe die gerade erst gesetzt. Das ist ja cool. Bin am Überlegen, ob wir nicht hier statt dem Dreck, was wir jetzt momentan hier haben, nicht noch irgendwie so einen Weg reinmachen. Und zwar nicht Kieselweg, sondern irgendwie so Steine oder sowas. Können wir machen. Auf jeden Fall sollten wir hier auch noch den Weg durchmachen hier. Okay, warte. Ich mach das mal Finde schnell. ich persönlich schicker. So, ne? Genau, so Ja. schön durch. Denke ich auch. Und hier bin ich echt dafür, das vielleicht noch mal rauszuruppen und dann da irgendwie Steine oder sowas hinzumachen. Und die Cobblestone sehen doch bestimmt hier gar nicht mal so schlecht aus, oder? Cobblestones? Ja. Ach so, ich könnte doch dann hier auch die Dinger wieder schließen, ne? Ja. Ja, mach halt mehr Türen hier überall hin. Kleiner Übertreiber. Hast du Cobblestones? Nein. Dann hole ich welche. Ah, warte, ich kann die Sense hier lassen. Was sind die denn hingepackt? Da. So. Sonnenblumen und Rosen brauchen wir jetzt gerade nicht. Nochmal hier gerade zwei Brote auf die Schnelle. Ach, Kacke. Das funktioniert ja so nicht. Aber so. Brot kann ich dir Ich hab schon. geben. Wir haben doch so viel Weizen da. Wenn wir kein Weizen mehr haben, dann laufen wir einmal übers Feld und machen so. Wenn ihr das jetzt gerade auf meiner Aufnahme seht, so laufen wir dann übers Feld. Top, 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 top. Dann haben wir dann irgendwie, ich glaube, 120 Weizen kriegt man bei einem Durchgang. Und dann sind wir glücklich. Haben wir wieder 50 Brote. Oh. Ein Herr. Ein Jackettträger und eine doofe Spinne. Was? Aua. Kannst du's wagen? Oh, wir haben wieder Seide. Enderman, ich guck dich nicht an. Mit dem Arsch nicht. So. Oh, der hat doch hier schon wieder einen Block von uns in der Hand. Hat er denn da wieder weggenommen? Mal kicken hier. Das hat er uns jetzt hier schon wieder weggenommen. Muss ich Ich den dachte, doch jetzt hat er sich verprügeln? weggebeamt. Jetzt Irgendwas hat er hier. Wichtiges? Ja, ein Erdblock. Direkt neben der Haustür. Sogar zwei. Sackgesichter. Oh, Party. Ja, ich bewege mich mal eben schnell wieder nach hinten und mach da mal eben den Weg. Aber da darf man nicht mitmachen, ist Ü30. Ne, das ist nicht unsere Abteilung. Nee. Wow. Oh, du hast mitgedacht. Bis heute wieder sehr nett. Sehr nett. Oh, dann ist ja gut. Ich hatte jetzt schon Angst. Das sieht gut aus. Ja, gefällt mir. So, und da kommt auch noch ein Cobblestone hin. Das ist mal so eine kleine Abwechslung. La la la. Ja, endlich mal wieder eine Minecraft-Aufnahme. Deine Reaktionen lassen nach, kann das sein? Die Dinger fallen nur immer so schnell runter. Ich finde, das passt. War hier jetzt mit dem Kies ein blöder Übergang, aber da die Farben, die mischen sich ja so ein bisschen. Das passt. Doch, das passt, das gefällt mir. Ah, hat schon besser geklappt als beim letzten Mal. So, Oh, ich habe tipp. noch was essen.
So, das war. Kann ich euch erstmal irgendwie wegpacken hier. Key. Beine. Und ja, dann können wir euch das hier auch mal zeigen. Haben wir das eigentlich schon gezeigt? Nee, ne? Das ist doch, hier haben wir doch auch neu gemacht. Hier so ein bisschen mit Inneneinrichtung, ne? Stimmt, haben wir auch noch nicht so lange, ne? Ja, so sieht das jetzt hier momentan im Bauernhaus aus. Also wir versuchen wirklich überall so ein bisschen was zu arbeiten. Aber die Hauptarbeit lag jetzt an dem, was wir euch jetzt zeigen, nämlich an diesem schicken Wald. Und ihr seht schon hier mit Sandstein ein verruchter Boden, will ich ihn jetzt mal nennen. Ein paar Akzente setzen. Genau. Ach, da ist doch schon wieder... Was, wie? Da hinten. Brennt er jetzt schon, oder was? Ja, müssten jetzt eigentlich anfangen zu brennen. Und das soll so ein bisschen so einen Weg darstellen, der damals irgendwie sehr aktiv genutzt wurde. Und hier seht es auch, ne, zum Bauernhaus, da kommt dann hinter der Name hin, wie das dann wirklich heißt. Zur Casamanca. Wir haben Weihnachten. Ja, und wollen wir da mal den Marktplatz zeigen? Oder machen wir das in der nächsten Aufnahme? Wozu haben wir dann diese hier eigentlich gestartet? Ach, ich habe keine Ahnung. Oh, nicht. Ja, ich warte. Ach so, du stehst schon hinter mir. Gut, dann. Ja, ich bin hinter dir. Ich habe gerade den Weihnachtsmann getötet. Ist immer so ein bisschen gefährlich, auf den Markt nach einem Abend zu gehen. Liegt so ein bisschen daran, weil erstens hier der Wald ziemlich viel Schatten wirft und zweitens der Marktplatz noch nicht so ausgeleuchtet ist, als dass da keine Viecher mehr spawnen. Und da hatten wir hier schon die ein oder andere Explosion gehabt. Oh ja. Ja, das hier ist dann unser Marktplatz. Der ist noch nicht fertig, aber das sind zumindest schon mal so die Anfänge. Das sollen dann hier diese Laternen sein. Ne, so schöne Laternchen. Und das ist, wenn ich mal kurz eingreifen darf, ihr hattet in der letzten Aufnahme gesehen, dass wir noch eine Plattform angefangen hatten mit ein paar Setzlingen. Das ist das. Das ist diese Plattform mit diesen paar Setzlingen. Ja. Daraus ist jetzt eine schöne Waldlichtung geworden. Das war auf jeden Fall die Idee, die wir dann so spontan bekommen haben, mit dem Wald, den wir da drumherum setzen wollten. Das genau. Soll natürlich den Ausblick wegnehmen, aber das hier wird nochmal richtig krass verändert. Das wird ja unser nächstes Projekt, was wir dann anfangen. Mhm. Auf jeden Fall hier mit so einem schönen Wasserfall. Da fehlt jetzt in der Mitte noch so ein kleiner Lightstone-Spot, da wir noch kein Obsidian-Tor haben. Ist es leider noch nicht möglich. Ja. Hier sind diese Marktstände. Das hier sollen die gehobenen Marktstände sein. Genau. Die luxuriöseren, sage ich jetzt mal. Also wo nur Samt, Seide, Diamanten und sowas verkauft werden, ne? Diamanten nicht, denn für Diamanten bauen wir hier noch einen großen Stand hin. Hier an die oder auf die Seite, das wissen wir noch nicht. Müssen wir mal gucken. Hier soll so ein richtig großer Marktstand hinkommen. Und da hatten wir uns das dann so vorgestellt, dass wir dann da auch Kürbisse dann irgendwie in die Ecke setzen, weil wir die ja ganz episch gefunden haben. Und Wolle in vielleicht ein paar verschiedenen Farben da so hinsetzen, als Verkaufsschlager oder sowas. Genau. Und dann wollen wir irgendwie hier vorne noch so eine kleine Abzweigung machen nach hier. Und hier kommen dann so Ramschläden hin. Diese 1-Euro-Läden. Genau, so 1-Euro-Shops mit so ein paar Tischchen, einfach nur gar nicht großen Stand leisten können und sowas. Schnell auf- und abgebaut. So soll das Ganze dann hier sich noch so entwickeln. Das haben wir alles noch nicht gemacht, weil wir wollten noch langsam mal wieder eine Aufnahme starten. Vielleicht machen wir das jetzt gleich auch irgendwie. Wir haben ja ein paar Zäune dabei. Ja, ich habe noch 2 64er-Stacks. Ich hatte anscheinend noch 1 Stack in der Tasche gehabt. Ich meine, wir können sowieso da hinten jetzt noch nicht arbeiten. Weil dazu brauchen wir ja erstmal die ganzen Cobblestones. Mm. Das heißt, ich hole mal eben Sandstein und du kannst ja schon mal... Hast du eine Workbench? Die haben wir doch da hinten irgendwo aufgestellt gehabt. Ist die noch hier? Ja, die ist sogar noch da. Das ist noch eine provisorische Workbench. Solange wir hier am Arbeiten sind, haben wir die hier aufgestellt. Ihr könnt ja mal so ein bisschen Feedback geben, was ihr so zu den Läden haltet. Hier so ein schräger Laden, der hat dann so ein bisschen... Ja, also die Wege fehlen noch, ne, aber fanden wir eigentlich auch ganz schick. Wollten nicht nur diese standardgeraden Läden hier bauen, sondern halt auch mal hier so einen schrägen. Dass das wie so ein Rondell, sag ich jetzt mal, gebildet wird. Hier kommt dann kein Schräger mal hin, weil hier ja der Große vielleicht hinkommt. Genau, dafür kommt dann vielleicht hier ein Schräger hin, ein kleinerer als die anderen vielleicht. Mal schauen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Da wird auf jeden Fall, hier kann man auf jeden Fall noch viel rausholen, hier ist noch viel Potenzial.
Ja. Ist eigentlich schon fast schade. Wobei, warte mal, guck mal. Wenn du jetzt so schräg da hinten am Brunnen guckst, ne? Da sind doch diese großen Bäume. Mhm. Und wenn wir das neue Projekt dahinter setzen, das sieht doch mega aus, weil dann hinter diesen schon recht großen Bäumen noch dieses Riesenteil dahinter. Ja. Das wäre doch echt eine Aussicht, oder? Auf jeden Fall. Das machen wir. Das wäre der Hammer, ey. Das setzen wir dahinter. Das setzen wir dahinter. Ich hol Sandsteine und Cobblestones. Ach, soll ich jetzt hier diese Billigstände bauen, oder was? Von mir aus kannst du auch mitkommen, dann machen wir jetzt erstmal dieses zweite oder das neue Projekt. Dann machen wir das irgendwann mal wieder. Können wir uns vielleicht auch ein bisschen offen halten, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann bauen wir da, wenn wir mal nicht so ganz so wissen, was wir verändern sollen, können wir da so ein bisschen dran rumbauen und dann den Leuten einfach sagen, guck mal hier, wir haben wieder ganz viel gemacht. Wir haben hier ein paar Ramschläden gebaut. Ja. Oh Mann. Nee, aber wir brauchen manchmal so ein bisschen Abwechslung. Das wenn man die ganze Zeit nur irgendwie an einem Haus baut, dann wird das irgendwann auch langweilig. Das hier ist ja auch noch nicht fertig, da müssen wir ja auch noch einiges dran tun. Ja, da kam uns ja die Mine, ne, zugute. Ja. Also da konnten wir uns mal wieder richtig schön austoben. Das war ja vom Feinsten. Ihr habt da auch schon gesehen, haben wir so eine kleine, ja, so ein kleines Regal im Prinzip gebaut mit so ein paar erhobenen Kisten. Hatten wir uns halt gedacht, weil hier die irgendwann ein bisschen, ja, Platzmangel gegeben haben wegen den ganzen Zäunen und dem ganzen Holz, was wir gefunden haben. Dann haben wir hier die ganzen Gegenstände so ein bisschen umgelagert. Wir hatten auf einmal so ein bisschen viel Kies, ne? Ja, da war aber auch viel zum Abbauen, du. Ja, definitiv. So, was brauchen wir? Wir brauchen... Ja, du? Werte auf jeden Fall, Spitzhacken. Eisenäxte brauchen wir nicht, die packe ich mal gerade. Ach so. Pack mal meine Eisen, eine halte ich mal, eine Eisenaxt packe ich hier in die Holztruhe. Das passt ja so ein bisschen. Soll ich auch mal meine mitnehmen? Mir egal, kannst du machen. Ich habe jetzt also mit Brot noch ein bisschen Erde, zwei Schaufeln, eine angefangene und noch eine komplette, aber auch Stein, eine Eisenaxt, zwei Eisen, Spitzhacken. Und zwei Schwerter. Sogar noch ein Steinschwert, den wir uns noch provisorisch machen mussten. Ja, und weil wir keine... Dann hatten wir irgendwann den Ofen gebaut. Ja. Ja, ich baue mir auf jeden Fall auch noch eine Spitzhacke, weil davon werden wir viele brauchen, wenn wir uns mal versetzen. Und ja, Cobblestones. Ganz viele Cobblestones. Die werde ich mal mitnehmen. Alles klar. Ich habe Fackeln noch mit. Ich habe noch 18 Stickies mit und 46 Bretter. Also Stickies können wir uns jederzeit machen. Ja, ich habe auch noch 50 Stickies. Gerade raus noch gemacht aus den Brettern. So, ich habe jetzt auf jeden Fall mal mein ganzes Inventar voll mit Pflastersteinen. Wobei, nein, warte. Ein Pflastersteinstack will ich mal wieder rauspacken und nehme dafür die Mimosten. Oder wollen wir die am Ende... Ne, die setzen wir am Ende. Warte, die setzen wir am Ende. Weil wenn wir jetzt schon mit den Mimosten planen, dann wird das zu heftig. Ja. Die machen wir am Ende. Erde können wir auch am Ende machen. Nehmen wir erstmal nur Pflastersteine und setzen das ganze Grundkurs. Also nicht auf Erde. Ja. Erstmal nur Pflastersteine und später dann die Erde noch dazwischen setzen. Also okay. So abbauen, umbauen, wie wir das dann brauchen. Soll ich ein bisschen Erde mal mitnehmen? Mal so ein Stack. Ja, nimm mal so ein, zwei Stacks mal mit, falls wir uns irgendwie mal hochbauen müssen oder sowas. Wie wir das machen, wissen wir ja noch gar nicht. Und ihr steht mal wieder so dumm da. Haha, können wir euch wieder auslachen. Oh Mann. Was du mal machen könntest, du hast doch bestimmt noch ein bisschen Inventarplatz frei. Ja, klar. Nimm doch mal die ganzen Schilder da bitte mit. Alle? Ja. Und dann können wir die schon mal am Markt ein bisschen aufhängen. Dann haben wir sie schon mal da. Ne? Soll ich auch mal die Workbench mitnehmen? Ja, kannst du machen. Und vielleicht auch mal eine Truhe, falls wir irgendwie was abbauen. Ne? Ja, nimm mal eine reicht ja. Auch mal ein Öfchen? Sehe ich jetzt irgendwie keinen Bedarf. Wir bauen ja dran, von daher. Ja, was werden wir tun? Ihr wisst es noch nicht und ihr werdet es auch erstmal überhaupt nicht erfahren. Das ist jetzt so ein bisschen wieder Geheimnistuerei. Ich weiß, viele mögen das nicht. Das tut uns auch leid. Aber wir müssen jetzt auch erstmal ein bisschen planen. Wenn das nämlich nicht hinhaut und wir sagen, ja, wir machen das, dann ist das ein bisschen scheiße.
Ja, siehst du, jetzt habe ich die Sandsteine wieder vergessen. Ach, egal. Brauchen wir nicht. Soll ich nochmal zurückgehen? Brauchen wir nicht. Scheiß auf Sandstein. So. Mach mal so. Die Axt brauche ich nämlich doch hier. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir das ansetzen. Hier sind diese hohen Bäume. Dann würde das hier schon passen, ne? Ja, jetzt habe ich erstmal die Schilder mit. Hau die einfach in so ein paar Läden rein. So wie wir es bei dem einen gemacht haben. Ja, hier so fände ich irgendwie ganz geil. So, dazu mache ich jetzt... Ah, nicht mit der Axt, sondern mit der Steinplattform. Ein bisschen Löcher rein. So. Und jetzt mit der Axt. Du hast noch ein bisschen Inventarplatz, hast du gesagt, weil ich kann das Holz jetzt hier auch nicht aufnehmen. Ja, ich habe Inventarplatz. Ich werde jetzt gleich auch wieder raustappen müssen und immer mal wieder auf Tag stellen, weil jetzt hier mit Monstern wäre so ein bisschen ungeil auf dem Marktplatz, denn hier spawnen wirklich viele, viele Monster. Ja. So. Jetzt habe ich hier wieder ein Setzling. Das müsste ja eigentlich so passen, ne? Ja, der Durchgang, der reicht. Ich setze nochmal einen Setzling. Ja, mach du. Woanders hin, aber du solltest nochmal wieder auf Tag umstellen, das wäre super. Ja, mache ich mal eben. Super. Zack, und schon haben wir wieder Tag. Und das passt hier eigentlich schon super als Übergang. Können wir so leider nicht lassen. Mach das mal gerade weg. So, weil wir wollten ja da diese Risse reinmachen, dass dann da wie so ein Wasserfall runterläuft, ne? Okay, ich schmeiß dir mal gerade ein paar Steinstacks und dann machen wir jetzt erstmal eine große Plattform wieder. So. Also das Ding wird jetzt echt mega groß. Ja, und ihr wisst immer noch nicht, was es ist. Also, ein Berg wird's nicht, das können wir schon mal sagen, aber es wird eine Art Berg. Ansonsten bräuchten wir ja nicht so eine riesige Plattform. So, ich glaube, das reicht sogar schon fast.